Flutlichtspiel im Weißmainer Waldstadion, knapp 500 Zuschauer Freitagabend, Haching on Tour. Auf Abschiedstour nach oben, bislang stimmt die Richtung ja für den souveränen Tabellenführer Bayreuth, scheint jedoch nicht gewillt, einfach durchzuwinken. Marius Strangl, erste gute Chance gleich in der Anfangsphase. Es entwickelt sich ein flottes, ausgeglichenes Regionalligaspiel, bei dem die Gäste jedoch zunächst nach dem richtigen Mittel suchen. Das ist das Falsche für Schiri Hanselbauer, der die Schwalbe von Hain mit Gelb ahndet. Die besseren Chancen haben die Gastgeber. Strangl auf Böhnlein. Auf der Linie gerettet. Haching hätte sich über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Schlägt dann aber ganz im Stile eines Spitzenreiters kurz vor der Pause selbst zu. Müller auf Hain. Annahme, Drehung, Abschluss sind eins. Die Führung in der 38. Weiter, weiter, weiter. Ja, die Mannschaft von Marc Reinhardt hat es bis dahin ordentlich gemacht. Kassiert nach diesem Stellungsfehler von Dengler aber umgehend das 0:2 durch Doppelpacker Stefan Hain. Überhaupt ist die Schlussphase der ersten Hälfte für Bayreuth zum Abhaken. Weber, diese Szene wohl vorentscheidend. Ja, und in Unterzahl nach dem Wechsel den Weg weiter nach vorn sucht, wenngleich die richtig großen Chancen jetzt nicht mehr dabei rumkommen. Dieses Mühen eröffnet natürlich zusätzlich Raum für Hachinger Konter. Nach einem solchen fällt dann auch das 0:3. Hain diesmal Vorbereiter für Müller. Da sind die Würfel bereits gefallen. Das 0:4 durch Niku hat dann Prädikat Extraklasse. Schon richtig bitter für Bayreuth. Einerseits spiegelt der klare Spielstand den Spielverlauf nicht wider. Andererseits hätte es in der Schlussphase noch deutlicher ausfallen können. Klingt widersprüchlich, ist aber so. Haching schlägt Bayreuth mit 0:4 und ist weiter klar obenauf.